Dezember. Das bedeutet, im Dezember gibt es ausnahmslos jeden Tag ein Video. Es kommen krasse Videos, ein ganz wilder Contest kommt auf euch zu und vieles mehr. Und ich werde auch noch was verlosen an euch. Also bleibt einfach dran. Jeden Tag ein Video. Scootzember mit Kiran und Jani. Ich bin sehr, sehr gehypt. Und ich soll euch sagen, viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen, Leute, zum neunten Video. Heute drehen wir ein Video mit Ben. Und Ben, habt ihr schon mal ein Video gesehen, und zwar in dem Contest-Video. Und leider, erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe das nie aufgelöst, aber Ben, du hast gewonnen. Alle Kommentare, es waren ein paar hundert Kommentare, ich glaube 60% oder 70% waren absolut für Ben. Und ich würde sagen, du stellst dir erstmal kurz vor, die Leute kennen dich nicht wirklich. Sag deinen Namen, dein Instagram-Handle, denn er haut Banger raus, das gibt es nicht. Ich glaube, Double Buttercup hat ihn gekriegt. Alter, what the fuck? Double Buttercup, das ist krass, Mann. Davon träume ich. Es ist echt crazy. Erzähl erst mal, wer du bist, wie lange du schon fährst und dann legen wir los. Ja, also ich bin Ben, fahre seit 4 Jahren Scooter, bin 12 Jahre alt. Und mein Instagram ist ben.detmar_. Genau, also checkt auf jeden Fall alle unbedingt bei Instagram aus. Wie viele Abonnenten hast du? 1200 irgendwas. Gut, dann boost ihn mal ruhig auf ein paar tausend, weil es ist wirklich geisteskrank, was du Tricks da raushaut. Mich könnt ihr natürlich auch abonnieren. Aber heute geht es um ihn, denn er ist 12 Jahre alt und rasiert maßlos. Ich würde sagen, du fährst erstmal kurz ein, wir filmen ein paar Tricks mit und dann machen wir ein kleines Contest-Shot. Ich hau dir Tricks raus, wie du machen sollst. Und mal gucken, was da alles so machen wird. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt, dass wir noch ein Video zusammen drehen, wo wir eine Banger-Session machen. Und vor allem, wenn ihr ein Game of Scoot gegen ihn sehen wollt. Weil ich fahre mittlerweile, keine Ahnung, 9 Jahre. Du fährst seit wie viel? 4. Seit 4 Jahren. Das ist ein krasser Unterschied und ich würde sagen, Leute, wir legen einfach los. So, Ben, ich würde sagen, du bist gut eingefahren, oder? Ja. Und ich würde sagen, die Tricks für einfahren waren auch ganz schön krass. Was war das? Queen Whip? Ja, Queen Whip. Das sieht so clean aus. Sagen, wir hauen jetzt mal ein paar Banger raus. Also du haust ein paar Banger raus, ja? Wo wollen wir anfangen? Resi, willst du die Welle, willst du die Jumpbox oder willst du hinten zur Resi Quarter? Ist mir eigentlich egal. Okay, aber du kannst ja auch so, das ist dein Video quasi. Erstmal Holzbox. Okay, du hast auch schon einen Plan, was du machen kannst? Ja. Okay, dann würde ich sagen, überrasch uns einfach mal und hau mal einen Banger raus. Leute, mal gucken, was jetzt raushaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du Scheiße! Einfach ein Tick Triple Rift. Triple Rift, ich hab's alles Triple Bar. Sehr, sehr krass, aber ich schaff's noch. 3 Fäuste drauf. Aha. Und dann legen wir los. Leute, müssen wirklich unbedingt bei Instagram abonnieren. Es ist wirklich krass. Ich verstehe nicht, wie ein Junge so heftig shredden kann. Einfach als 12-Jähriger zu 60 Triple Bar gefühlt aus dem Nichts raushauen. Weil dann steht da auch Safe Lights, werdet ihr sehen. Zu heftig. Also für alle Sponsoren, die das Video gerade sehen, überlegt euch mal wirklich, ob ihr nicht lieber ihn sponsern solltet. Yeah! Was? Alter, und Whip Buttercup, auch so clean. Alter, der war sehr, sehr nice. 60 Triple Bar. Richtig, richtig heftig, aber ich würde sagen, die machen ein bisschen Wechsel rein. Das heißt, mach mal einen Airtrick. Du kannst aussuchen, wo. Entweder machst du es da hinten, kannst auch Resi fahren oder auch hier Quarter. Hast du schon einen Plan? Irgendwas mehr? Ich könnte hier an der Wall was machen. Okay, aber dieses Mal sagst du uns auch, was du machen kannst. Und keine Sorge, du musst es nicht auf dem ersten stehen. Nimm dir die Zeit, was du brauchst. Was willst du machen? Umbrella, hier Rewind an der Wall. Umbrella, hier Rewind. Okay, zieh mal durch. Als 12-Jähriger Umbrella, hier Rewind. Den habe ich vor, ich glaube, 3 Wochen oder 2 Wochen selber als New Learn gemacht. Und er kann den einfach, er konnte ihn auch schon vor mir. Echt krass. Was? Alter, ey, juckt dich das gar nicht mehr, dass du das First Try stehst? Also ich habe den letztes Mal gemacht, aber das war jetzt echt überraschend, dass ich den First Try gemacht habe. Aber freust du dich gar nicht oder ist da eine Kamera irgendwie? Nein, ich weiß nicht genau. Alter, Umbrella Heel Rewind, First Try komplett clean machen. Ich dachte, du brauchst heute mal ein paar Tries, weil ansonsten letztes Mal, als wir den gelernt haben, da warst du dabei, als ich ihn gelernt habe, da hast du auch ein paar Tries gebraucht. Irgendwas anderes, kannst du noch irgendwas? Ich kann Bray Buttercup probieren, aber den kann ich eigentlich nur drüben. Okay, also meinst du, du schaffst den wirklich, ja? Ich habe den noch nie geschafft, aber ich kann es probieren. Alter, okay, das ist eine gute Idee. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Ich bin echt gespannt, wie schnell der geht. Aber denk dran, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du brauchst dich nur wegen dem Video jetzt hier dich irgendwie überstürzt oder so. Denk auch, Leute, dran, dass ich hier niemanden überrede. Ben hatte selber Lust auf das Video und macht auch wirklich nur das, was er sich zutraut. Ist doch richtig, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, Bray Buttercup, du fährst von da rein, oder? Okay, dann gehe ich lieber mal in Sicherheit. Und dann würde ich sagen, let's go! Ey, wie kann das sein, dass du den First Try stehst? Das ist doch crazy! Als ob du keinen. Was? Es ist wirklich krass, ich hoffe, du weißt das. Ja, also ich habe ihn heute schon einmal First Try gelandet.
Ehrlich? Aber sonst ist er immer Second Try oder so. Ja, okay, also wäre jetzt nicht schlimm, wenn er nur Second Try wäre. Aber du, ganz kurz, bist du schon mal einen Contest mitgefahren, einen richtigen? Nein, noch nie. Aber würdest du mal einen Contest mitfahren? Ja, vielleicht. Aber hast du Angst, oder? Ja, schon. Ja, kann ich mir vorstellen, hatte ich damals auch, beim ersten Contest hatte ich so Schiss. Aber wenn ich das sehe, das sieht aus nach einem flüssigen Run. Was kannst du noch so im Air? Irgendeinen Trick? Ich könnte noch einen Whipfront Barspin machen. Whipfront Barspin, okay, das wär wild. Jani, du hast mich gesehen, oder? Whipfront Barspin? Nee, was er davor gemacht hat. Achso, nein, ich bin gerade eben hier erst um die Ecke gewascht. First Try einen Bry Butter Cup gemacht. Ganz clean. Ganz clean? Er ist 12. Ich denke, ihr könnt an seiner Reaktion sehen, was sie meinen. Okay, Ben, dann zieh mal durch. Whipfront Bar. Mal gucken, wie schnell der geht. Ich bin gespannt. Also, kommt ein. Whipfront. Wenn man, was ist los? Ich hab's Gefühl, du fährst das Video sogar noch besser. Richtig, richtig clean. Danke. Einfach, Bro, er hat vorhin Twin Whip First Try gemacht. Er hat Whip Umbrella Rewind First Try gemacht. Er hat 60 Triple Bar hat er gemacht. Am zweiten aber nur auf dem zweiten, ne? Ey, nur auf dem zweiten. Bry Buttercup First Try, Whip Front Bar First Try. Das ist ganz schön crazy. Ich hoffe, du weißt das. Ja, danke. Mir fehlen richtig die Worte. Aber mir fällt gerade ein, jetzt mitten im Video, habe ich eigentlich Bock, dass wir mal zusammen ein Video drehen. Gerne. Und zwar ein cooles Video, wie wir zusammen Banger machen. Bist du dabei? Ja, klar. Dafür machen wir ein separates Video. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir noch ein separates Video, wie wir zusammen eine Banger-Session machen. Und ich auch nochmal richtig raushaue, was so geht. Aber wir machen erstmal weiter. Wo willst du als nächstes fahren? Wo kannst du noch einen Banger machen? Vielleicht auch eher, wenn du willst. Oder halt Jumpbox oder irgendwo anders. Vielleicht drüben nochmal was. Drüben nochmal was. Ist ein bisschen Abwechslung. Ich würde sagen, Leute, dann gehen wir mal rüber. Ben, du wolltest zu Resi, ja? Ja. Und was willst du machen? Ein Six-Whip. Six-Whip. Alter, den habe ich letztens in einem Insta-Clip, vielleicht hast du es von mir gesehen, hier über die Box gemacht. Und das war so sketchy und so eklig. Ich hasse viele Whips-Training, ich finde das sau eklig. Aber du schaffst den, ja? Ja. Hast du schon mal gemacht? Ja. Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich wieder ein schnelles Ding. Mal gespannt, wie schnell er den schafft. Doch nicht jeden blöden Trick in dem Video First Try machen. Alter, und der war auch noch richtig clean, Mann. Wieso kannst du den so clean? Ich habe den erst zweimal geschafft, aber... Aber du machst ja einfach trotzdem First Try, wenn du ihn zweimal schaffst. Ja. Ey, das ist ganz schön krass, Mann. Ich hoffe, Leute, ihr seht jetzt, ich habe nicht zu dolle übertrieben am Anfang, wo ich meinte, dass er gut ist, weil alle Tricks, die er bisher gemacht hat, würde ich nicht First Try machen. Und ich bin mittlerweile schon ein bisschen älter als er und fahre auch ein bisschen länger als er. Das ist ganz schön heftig. Dann hau doch mal noch was drauf. Wir können jetzt nicht das Video in zwei Minuten wenden, weil du alles First Try machst. Das geht nicht. Ich könnte über die Welle was machen. Über die Welle, okay. Dann würde ich sagen, geh mal zur Welle, mal gucken, was du da schaffst. Yes! Sehr nice. Alter, sehr, sehr clean. Okay, Ben, ich würde sagen, wir machen noch mal was ganz Wildes. Komm mal ganz kurz mit, ich habe eine echt coole Idee. So, passt auf, wir gehen jetzt mal rüber, wieder in die Mini-Ramp, in den Quarter-Bereich, denn da habe ich was Cooles. Und zwar, jeder Scooterfahrer, der was drauf hat und halt auch, naja, Contest gut fahren kann, kann er safe fahren. Und wir machen jetzt mal was Spontanes. Ich call jetzt nach und nach immer wieder hier Tricks dran und du rufst alle so schnell wie es geht zu stehen. Sag jetzt aber keine Hyper-Banger-Tricks, sondern normale gute Tricks. Mal gucken, ob du alle stehst, okay? Okay. Dann würde ich sagen, gehst du mal oben auf die Quarter, kannst hin, wo du willst, und dann legen wir los. Okay, du bist ready, ja? Ja. Wir fangen an mit einem Bry Flip Air. Ganz normal Bry Flip. Mal gucken, wie easy der ist. Also, wir gucken mal. Bry Flip, relativ easy. Was ist relativ? Der war komplett clean. Okay, Ben, jetzt würde ich sagen Bry Whip. Und. Sehr nice. Und, oh! Du kannst doch nicht einen Bry Buttercup stehen, einen Bry Whip verkacken. Ich bin weggerutscht. Alles gut, das passiert den Besten immer mal wieder. Ich verkacke selber auch Bry Whips, also so schlimm ist es natürlich nicht. Aber den schaffen wir noch, oder? Ja. Okay, mal durchziehen. Bry Whip, sehr nice. Buttercup, komm. Mal gucken, ob der jetzt First Try geht. Ja. Sehr nice. Und ein Whip Front. Whip Front und... Ja. Yeah. Sehr nice. Okay, gut. Ich wollte eigentlich gar keine Tricks mehr callen. Das war eigentlich gefühlt schon alles und alles war sehr, sehr safe. Ben, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alle Tricks stehst du richtig easy und alles ist sehr, sehr nice. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Banger-Session mit mir, oder? Ja. Dann würde ich sagen, Leute, legen wir los. Denkt natürlich dran, ihn bei Instagram zu abonnieren. Einmal noch mal unten eingeblendet und boostet mal richtig schön seine Abonnenten hoch, damit natürlich auch Sponsoren und irgendwelche Marken auf ihn aufmerksam werden, weil das ist wirklich eine krasse Leistung für dieses Alter. Ganz schön krass. Ben, jetzt musst du noch Contests fahren. Ja. Und dann bist du ready für ein Pro-Team, aber für ein richtiges Pro-Team, also für Mad Gear oder so, weil das ist wirklich heftig. Na, würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen beim neunten Video, bei einer Banger-Session, oder vielleicht kommt ihr erst übermorgen, mal sehen. Und dann sehen wir uns, haut rein, Leute, Peace!